Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Heute geht es darum, euch zu zeigen, wie ich in meinem Speedrun Mokwin besiege, ohne gegen ihn zu kämpfen. Da gibt es wirklich einen richtig chilligen, einfachen Trick. Ich hatte schon mal gezeigt, den Trick mit über die Wand springen und dann bewegt er sich nicht. Aber das wurde ja von From Software gefixt und jetzt gibt es aber einen neuen Trick. Entweder ihr schießt ihn mit dem Bogen ab, das dauert aber ultra lang, ihr braucht ultra viele Pfeile. Oder ihr besorgt euch Mox-Kette in der Kanalisation und macht das, was ich jetzt euch zeige. Ihr legt euch die Mox-Kette hier einmal an. Zack. Geht ganz nah an den Nebel ran. Dann setzt ihr dreimal hintereinander ganz schnell Mox-Kette ein. Und dann geht ihr direkt in den Nebel rein. Und dann wird Mox sich nicht bewegen. Das Einzige, worauf ihr achten müsst, sind zwei Sachen. Ihr dürft nicht hinter ihn laufen. Und er darf niemals seine Haltung gebrochen bekommen. Das heißt, so dass ihr ihm einen kritischen Treffer geben könnt. Aber so, er wird sich jetzt hier nie bewegen. Er guckt euch an, aber er wird sich nie bewegen, außer ihr lauft wirklich hinter ihm. Und angreifen könnt ihr ihn auch, das zeige ich euch einmal. Er bewegt sich nicht. Ihr müsst halt immer nur schauen, dass ihr wirklich die Haltung nicht brecht. Und deswegen würde ich immer einmal angreifen, am besten mit einer Blutungswaffe. Kurz warten, so 10 bis 15 Sekunden. Und dann könnt ihr ihn wieder angreifen. Ihr müsst halt nur schauen, dass die Haltung nicht bricht. Und was passiert, wenn die Haltung bricht? Das zeige ich euch auch mal eben. Dann seht ihr halt, dass er euch wirklich dann auch angreift, ne? Oh, ich glaube, der. Okay, Haltung bricht gar nicht. Okay, wenn es so macht wie ich, dann bricht die Haltung gar nicht. Aber ihr seht, er bewegt sich gar nicht und ihr kriegt so im Prinzip free 1 Million oder so gibt er auf meinem NG Plus. Auf dem ersten Durchgang gibt er 420.000 und hier gibt er chillig 1 Million. Also 1 Million Seelen und ihr müsst nicht gegen ihn kämpfen. Ist ein ganz geiler Trick, vor allen Dingen im ersten Durchlauf, würde ich sagen. Holt euch Mox-Kette, setzt sie dreimal an, ein, geht direkt in den Nebel, lauft nicht hinter ihm und brecht nicht seine Haltung und dann habt ihr im Prinzip Free Loot und könnt Mokwin ganz einfach besiegen. Checkt auf jeden Fall gerne mal mein Gewinnspiel ab am 10. Juni auf meinem Twitch-Kanal. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt und mehr sehen wollt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein.